So, da sind Da wir sind wir wieder. wieder. Es geht um den fünften Stern in diesem Level. Wir haben bereits 60 Sterne. Und wir können jetzt endlich den Aal sehen, der weitere Ringe für uns macht. Ja, das geht nur, wenn man 60 Dings hat. Nein, eigentlich nicht. Es geht nur, wenn man den ersten Stern gemacht hat. Ah. Und du brauchst 5 davon, oder? Ja. Nö, ich hab's verkackt. Eins, zwei. Ey. Nochmal. Eins. Nee, eben nicht Schöner eins. Aal übrigens, der Rochen da Ich vorne glaube, wieder. ich bin ihm zu nah oder zu weit weg oder. Ich habe keine Ahnung. Drei. Ah! So, okay. Ich guck Eigentlich kann ich das. derweil mal im Internet so, wie es so läuft, ne? Was so die Community sagt. Ja, die Mach das. Community sagt, sieht gut aus. Ey, ich hab's echt beim fünften Ring wieder verkackt, ne? Was mache ich denn hier gerade? Oder beziehungsweise. Ja, was tue ich denn hier? Geht doch. Fünf. Hast 5 geschafft eben, ne? Ja. Hab grad nicht hingeguckt. Wahrscheinlich deswegen. So. Und als erstes, was tun wir, wenn wir beginnen mit der zweiten Hälfte des Spiels? Na! Wir sammeln Sterne. Der Ach, das war Strudel. der, der dich anzieht, ne? Ja. Zieh dich, dann zieh dich mal schnell wieder aus. Da ist er. Le Stern. Coole Numero Sachen. 61. Folge dem Fisch. Folge dem Rochen. Du willst da echt nochmal rein, du hast die Münzen noch nicht, ne? Genau, die roten Münzen muss ich jetzt Und machen. die musst du jetzt. Ah, okay. Springen zu den roten Münzen, heißt der Stern. Springen, warum springen? Ja, das werdet ihr gleich sehen. Zuerst müssen wir zu den roten Münzen. Wahnsinn. Diese Musik, ne, voll entspannt. Aber sie regt einen eigentlich sowas von auf, wenn man die Wasserwelten so oft spielt. Weil es ist halt immer dieses Geschwimme und man kommt nicht vorwärts, man kann es nicht künstlich beschleunigen. Naja. So So. kommt man immer schneller voran. Sind die alle auf einer an einer Stelle, die roten Dingsen? Die roten Dings da sind alle Irgendwo oben wahrscheinlich. irgendwo oben wahrscheinlich. Scheiße. Ja, ich hab's ja, glaube ich, gerade gesehen. Ah, ich kann die roten Münzen gar nicht machen. Fail. Und zwar, weil das U-Boot hier noch ist. Das U-Boot verschwindet erst, wenn wir den zweiten Bowser machen. Ach, und jetzt? Jetzt machen wir den zweiten Bowser. Ach, und das machst du wie? Beziehungsweise. Indem du über einen roten Teppich langläufst. Beziehungsweise, wir machen jetzt erst die nächste Wasserwelt, weil Wasserwelten ja so toll sind. Ja, spring mal da rein, bitte. Spring da, danke. Sieht das so aus, als wenn ich hier das Sagen habe. Du wärst sowieso reingesprungen. Genau, ich Aber. Ah, laufe durch den Strudel. Machen wir laufe durch jetzt. den Strudel. Ach, da warst du das sowieso. Ah, Das kannst du apropos dann auch machen. Kanone. Ja, eigentlich kann ich die wirklich mal benutzen gerade. Echt? Ja. Brauche ich nicht schwimmen. Schwimmen. Ohne Schwimmen ist immer gut. Und rüber da. Zack. Kein bisschen getan hast du dir. Kein bisschen. Ist einfach rüber. Klar, kein Ding Ohne dir für. irgendwas zu tun. Kein Ding für Mario. So. Und jetzt, Aal. Ah. Ah. Aal. 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 Nein, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Ja, ich bin zu langsam. Du warst ein bisschen langsam, ne? Weil ich oben eine Stampfattacke gemacht habe, anstatt gleich Weitsprung. Ah, okay. Das heißt, es ist genau abgepasst, dass du es schaffst Ja, auf die das Zeit. ist wirklich ziemlich knapp an dieser Stelle. Okay. Trotzdem 61 Sterne, jetzt kommt der 62. Habe ich mir eigentlich aufgeschrieben, wann wir schneiden? Ja, ne? Ja. Wann ich schneide? Habe ich. Ich schneide nicht. Ich Schneidest du? klebe.
Ja, willst du das machen? Denn dann hängen wir nachher beide da an dem Camtasia dran und ich drücke immer auf S, damit wir schneiden und du tapest dann immer. Ich drücke auf K für Kleb. Kargus bei Bender. Bender. Ja, bei Blender gibt es den Begriff, den Shortcut K, da kann man nämlich messern. Kneifen kann man da. Kneifen. Wow. K wie Knife, da kann man Dings da irgendwie einteilen. Ne? Also Flächen, beliebige Flächen kann man in beliebige Flächen teilen. So, Bosa. Ja. Das ist jetzt die Tür, wo du schon mal warst. Soll ich dir sagen, ne? Dass man ab 70 Sternen den dritten Bosa machen kann? Cool, ne? Ah. Wir sollten langsam den dritten machen. Und was machst du jetzt? Jetzt ist das U-Boot nicht mehr da, oder was? Nee, jetzt gehst du da hin. Bosa, da war ja ein großer Stern drauf auf der Tür. Richtig? Richtig. Das ist ja eigentlich der Raum für Bosa, bloß die Wasserwelt hing halt davor, bis wir sein U-Boot geändert haben. Ah, und jetzt hängt die Wasserwelt dahinter. Jetzt hängt die Wasserwelt dahinter, sein gutes U-Boot ist zwar immer noch da, wie wir ihn gesehen haben, deshalb musste ich ja die Welt abbrechen. Ja. Und jetzt müssen wir ihn erst fertig machen und dann können wir auch die roten Münzen machen, aber es ist leicht warm am Hintern. Das erinnert so ein bisschen an... Ich hab die Kamera, was mache ich hier? Wow. Okay. Das erinnert so ein bisschen an Little Britney's. Genau. Genau. Also, du hast die rote Münze jetzt quasi eingesammelt. Apropos hier. Das Herz, was du manchmal irgendwann vorhin gefragt hast. Das ist jetzt einfach nur eine Wegabkürzung. Das war ja, Absicht. Weil sonst muss ich da... So eine Tipps zum Beispiel, ne? Habe ich irgendwann am Anfang der Aufnahme mal gesagt. Ich habe ja diese Videos geguckt, wo halt die Leute am schnellsten den dritten Bosa gemacht haben. Mit den wenigsten Sternen, die gehen. So, und daher habe ich so eine Tricks alle. Also nicht alle, aber zum Beispiel halt diesen Trick hier. Einfach, also was heißt Trick, aber einfach abkürzen, indem man kurz Schaden nimmt und dann kannst gleich weitergehen. Ja. Verdammt genial, ne? Ja, ist schon gut. Ich find's cool. So, und dann machen die es einfach mal bam, 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 bam. Fahrstuhl dauert eh zu lange. Das war aber die bewegen sich auch Sinn. Nur mit Weitsprung fort. Ey. Das ist echt krass. Ja, schön, wenn man weiß, wo alles ist. Cool, ne? Aber sind das Lego-Steine? Nee. Naja, also ich fand ja, für mich ist Mario ja an sich 2D. Zweidimensional, muss ich sagen. Ah, nee, ich weiß nicht. Galaxy finde ich extrem genial eigentlich. Super Mario Galaxy. Aber ich find's halt, naja, es ist alles zu einfach geworden, letztendlich. Das früher war es immer noch schön. Vielleicht auch einfach, weil man besser wird. Ist wahrscheinlich, weil man besser naja, wird. Ja, beziehungsweise ich glaube, es hat auch was mit den. Mit normal der Spielekultur heutzutage was auf sich. Ah, ich musste hier weg! Was? Was? Mit was von der Kultur? Mit der Spielekultur heutzutage. Ich meine. Kennst du noch Spiele, die echt schwer sind? Also richtig seriöse, moderne Spiele? Müsste ich überlegen. Naja. Also ich bin ja persönlich ein Verfechter der Assassin's Creed-Reihe. Ja. Aber die sind ja sowas von leicht. Also gerade Assassin's... Ja gut, das stimmt. Assassin's Creed 2, sag ich mal, wenn man da... Ich habe noch nicht mal eine Waffe gebraucht in diesem gesamten Spiel. Ich bin da einfach mit der versteckten Klinge durchgerannt. Ich spiele Assassin's Creed eh nur mit der versteckten Klinge. Ja, also es ging beim ersten nicht. Das war schön, dass man damit kämpfen konnte. Im zweiten aber nur. Man hat damit ja alles. Das war ja an sich fast die stärkste Waffe. Und da ist man da durchgerannt und dann war man irgendwann fertig mit dem Spiel. Das Spiel war der Wahnsinn. Und auch eins der besten Spiele, wie ich finde. Aber ich muss sagen, spieltechnisch, schwierigkeitstechnisch war das total einfach. Ja. Du hast da übrigens gerade einen Stern gefunden. Ja, weil ich die 8 roten Münzen gemacht habe. So, und dann machen die nämlich noch was. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Die gehen hier hinten lang. Bam. Bam. Und kommen dann hier darauf, da diese Ecke, wo ich ihn schon so halbwegs. Okay. Bin. Hast du jetzt den Stern trotzdem noch? Ich habe den Stern trotzdem, sonst wäre ich jetzt nicht gestorben mit Absicht. Achso. Weil jetzt kann ich schnell durchwaschen und nochmal dahin. Ich wollte es einfach mal zeigen. Weil
Ich wollte es eigentlich auch mal schaffen, aber irgendwie, naja. Ich bin, würde ich behaupten, nicht schlecht in diesem Spiel, aber so extrem gut noch wieder nicht. Naja, das war jetzt auch scheiße. Das war auch beschissen. Gut, bevor die Aufnahme zu Ende ist, ne? Habe ich etwas anzukündigen. Aber ich muss hier erstmal etwas finden. Erzähl uns was. Soll es wieder schwieriger werden? Oder ich bin nämlich gerade an so einer Stelle, wo es extrem leicht oder extrem schwierig sein könnte. Aha. Das ist mir gerade völlig egal. Du hast ja gerade ein One-Up übersehen. Ja, ich wasche auch nur durch jetzt. Ja, ist klar. So, Ja, mach was Schwieriges halt. Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren. Wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, ihn meine Straße sacht zu führen. Solange er auf der Erde lebt, solange sei es dir nicht verboten. Sei dir es nicht verboten, Junge. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Da danke ich euch, denn mit den Toten hab ich mich niemals gern befangen. Am meisten lieb ich mir die vollen, frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus. Mir geht es wie der Katze mit der Maus. Schade. Fertig? Ja. Zur Erklärung, für diejenigen, die die letzten Folgen nicht gesehen haben, warum sollte man sich diese Folge angucken, wenn man die letzte nicht gesehen hat? Keine Ahnung, weil hier der zweite Bosa ist. Ah, okay. Ja, stimmt. Für diejenigen, die jetzt hier eingeschalten haben, nur um den zweiten Bosa zu sehen. Nee, sagt mal, ehrlich, schreibt das mal in die Kommentare. Warum guckt ihr euch dieses Video an? Weil ihr die anderen Videos gesehen habt, dieser Serie? Oder weil ihr, keine Ahnung. Ja, das würde mich auch interessieren, ja. Genau. Und dann, schreibt mal dazu, aus welchem literarischen Werk dieser Hammer-Text ist, den ich eben vorgelesen habe. Willst du denn schon wieder? Nee, der hatte ja eine ganz geile Stimme, ne? Der hatte ja... Jetzt muss ich ein Stück wegrutschen. Was willst du denn schon wieder? Du bist ja lästiger als ein Schwarm Schuben fliegen. Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte, aber wenn du schon mal hier bist... Welche Sache? Gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Okay. So. Pass auf, jetzt geht's los hier. Bam! Guck mal, und wenn man's gut macht, dann hat man ihn direkt. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, das ist halt der zweite Bowser, der kann halt jetzt ein bisschen mehr. Ja, aber du musst wieder dasselbe machen, ne? Ja, ja. Nee, es sind aber keine Bomben da gerade, oder? Doch, doch. Die sind da. Ah. Ja, falsche Taste gedrückt. Das hatte ich so ein gutes Timing und jetzt ist natürlich wieder so ein schlechtes Timing. Ja, es war irgendwie nicht so ganz gut. War nicht so GG? Nicht so ganz gut? Nicht so ganz gut. Und? Wie schlecht! Jetzt sterbe ich echt beim zweiten Bowser. Ja. Jetzt startest du nochmal direkt vor ihm, ne? Ich möchte glaube ich doch nicht wissen, warum ihr dieses Video guckt, weil ihr einfach einem schlechten Typen zugucken wollt, wie er hier in den Trichter umher jumpt. Wolltest du nicht zu Bowser? Ich weiß nicht. Ja, cool. So, aber jetzt beim ersten Mal. Was sagtest du, wenn man gut ist, dann? Wenn man gut ist, dann? Fliegen. Wovon redest du? Was habe ich gesagt? Wenn man gut ist, dann schafft man das beim ersten Mal. So. Naja, wenn man gut ist, dann steht man halt genau dahinter jetzt und greift ihn direkt. Aber irgendwie fliege ich auch gerade nicht hin. Jetzt auf dich zu drehen. Das ist die Fall. Ah! Ja, so viel zum Thema. Ich hab ihn fast jetzt. Ich dachte, er macht sich jetzt unsichtbar. Er sah mir so aus. Geht doch. So, das ist ja nur echt kein Abstand hier. Ziel hab ich irgendwie nicht so. Geht doch. Oh, okay. Das ist so schwer. Bowser ist erledigt. Und du bekommst einen weiteren Stern. Ich bekomme einen. Wow. Du hast schon wieder gewonnen. Du hast schon wieder gewonnen. Hat mich etwa die Kraft der Sterne verlassen?
Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. Ja, schön gegen's Mikro gegen Jaun, ja. Aber. Ich wollte einfach nur dat Knopf drücken. Wir haben den zweiten Schlüssel. Ja, in diesem Sinne dürfte auch die Aufnahme wieder vorbei sein, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.